Die Glücklichen, die es bis aufs Gelände geschafft haben, die stecken jetzt drin im Schlamm. Massel. Wacken hat heute offiziell begonnen. Guten Abend Ihnen allen zum Schleswig-Holstein-Magazin. Guten Abend. Allerdings anders als sonst. Normalerweise geht es vormittags um 11 Uhr los. Dann dürfen die Besucher endlich auf den Holy Ground, den heiligen Boden, so nennen die Fans in Wacken den Bereich, in dem die beiden Hauptbühnen stehen. Darauf mussten die Metal-Fans heute aber viele Stunden warten, denn der heilige Boden, der war einfach zu matschig. Um 18.15 Uhr aber wurde das Infield, wie der Holy Ground offiziell heißt, dann endlich geöffnet. Daraufhin wühlten sich mehrere tausend Metalheads durch das Areal vor die Hauptbühne und sie scheinen ihren Spaß dabei gehabt zu haben. Ja. Und was auch anders ist, von den ursprünglich erwarteten 85.000 Besuchern sind jetzt nur noch 50.000 da. Denn seit heute Morgen lassen die Veranstalter keine neuen Besucher mehr aufs Gelände. Ja, alle, die es bis dahin nicht geschafft hatten, mussten sich wieder auf den Heimweg machen. Auf den ersten Bühnen wird gespielt. Die, die da sind, haben endlich Spaß. Spaß im Morast. Und durch den anhaltenden Regen gibt es immer mehr Schlamm. Wohl auch deshalb verzögert sich die Erstürmung des Holy Ground den ganzen Tag über mehrere Male. Hier im Infield stehen bei Konzerten die meisten Menschen, umso wichtiger ihre Sicherheit. Auch deshalb haben die Veranstalter heute Morgen einen Einlassstopp verkündet, schicken mehr als 30.000 Ticketbesitzer wieder nach Hause. Wenn ich hier mit Allradfahrzeugen in den Rettungsdienst reinfahren muss, um jemanden, der sich das Bein gebrochen hat, rauszuholen, sind die Anfahrtzeiten viel, viel länger. Wenn ich viel, viel Menschen auf der Fläche habe, habe ich genau das Problem, dass ich die nicht in der von uns oder von der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit hier runterkriege. Tut uns auch unendlich leid. Ja, die Tickets werden refundiert, das ist ganz klar. Der technische Ablauf, da sind unser Team jetzt dran. Die arbeiten natürlich auf Hochdruck, aber im Moment haben wir gerade noch ein paar andere Themen. Aber da sind wir dran. Die Wacken Firefighters, zu deren Auftritt sonst eigentlich schon wild gefeiert wird, spielen heute Vormittag gerade mal ein Lied. 30 Besucher hören zu. Eine Nummer hier, das ist ja total ungewohnt für euch auch, ne? Ja, ist natürlich mega schade, aber wir können nichts machen. Der Einlass ist nach hinten verlegt worden und dementsprechend können wir oder dürfen wir nicht weitermachen. In der Nacht hatten noch Tausende um Wacken herum ausgeharrt, mit der Hoffnung, doch noch irgendwie auf das Gelände zu kommen. Viele schon ahnend, dass das nichts mehr werden würde. Die Karte kann man ja zurückerstatten. Den Camper kriege ich leider nicht zurückerstattet. Die Leute, die vor uns hier im Auto sind, die pennen teilweise alle schon. Musste teilweise schon anklopfen, dass die Leute überhaupt irgendwie mal wach werden und mal ein bisschen weiterfahren. Die Leute, die jetzt hier uns entgegenkommen, die fahren mittlerweile wieder nach Hause. Gestern Nacht um 2 waren wir schon einmal genau an dieser Stelle. Dann hat uns die Polizei Richtung Schenefeld geschickt. Jetzt stehen wir wieder hier. Wir hoffen wirklich noch reinzukommen. Es ist die extremste Festivalanreise, die ich je erlebt habe. Weite Teile des Geländes sind und bleiben schlammig wie selten zuvor. Viele von denen, die hier sind, ist das trotz anhaltenden Regens egal. Sie wollen endlich ihr Wacken Open Air erleben. Ja, so glücklich die Gesichter in Wacken sind, so bedröppelt sind die Gesichter der Metal-Fans in Hamburg beispielsweise. Ja, wegen der gesperrten Campingplätze hatten viele Fans die Anweisungen befolgt und dort übernachtet. Hunderte von Metal-Fans haben seit Montag auf einem Parkplatz am Volksparkstadion gewartet und darauf gehofft, doch noch zum Festival zu kommen. Die Lust ist jetzt natürlich vorbei, ne? Wir haben die Bilder gesehen bis hier im Matsch. Da machst du dir den Camper Schrott und deswegen haben wir gesagt, wir fahren nach Hause. Es gab halt hier Gerüchte, dass man halt doch noch aufs Gelände kommt und manche haben versucht, manche haben es nicht versucht. Aber wir wollten auch jetzt nicht gestern in der Dunkelheit jetzt über den Acker fahren und deswegen sind wir hier geblieben. Ja, weil jetzt klar ist, dass sie eben nicht aufs Gelände kommen, können sie nach Hause fahren. Wacken fällt für sie also in diesem Jahr endgültig aus. Sehr viel mehr Glück hatten die Metal-Fans, die auf dem Flugplatz Hungriger Wolf im 20 Kilometer entfernten Hohenlockstedt untergekommen sind. Denn alle, die dorthin zum Campen ausgewichen waren, die konnten auf dem Flugplatz jetzt doch noch ihr Festivalbändchen bekommen. Sie gehören zu den Glücklichen. Wer es noch Stunden im Stau auf den Flugplatz Hungriger Wolf geschafft hatte, war quasi schon in Wacken.
Denn Hungriger Wolf ist eine offizielle Ausweichfläche für gestrandete Metal-Fans. Yesterday the happiness level was really low. Gestern war das Happiness-Level echt low, aber jetzt ist es hoch. Also, hier haben sie einen hervorragenden Job gemacht. Das Einzige, das nervt, ist die Kommunikation, weil es hier kein gutes Netz gibt. Zur Happiness trägt auf dem Flugplatz sicherlich auch der Boden bei. Beton, kein Matsch. Trinkwasser und Toiletten gibt es hier auch. Wir warten immer noch auf Duschen. Mal sehen, wann die kommen. Wir kommen hier seit 2009 her. Wir wissen, wie matschig es werden kann und sind deshalb gut vorbereitet. Und das Wetter, stört das hier irgendwen? Grundsätzlich kann man zum Glück beim Wetter nichts machen. Wir schätzen einmal, es wird noch ein bisschen Regen kommen, aber scheißegal. Wacken ist, da ist alles wurscht. Alles klar, Dankeschön. Geil. Das Wichtigste, was der Ausweichplatz Hungriger Wolf ohnehin für die Metal-Fans zu bieten hat, sind die Shuttlebusse. Mit denen geht es nach... Wacken! Wacken! Das, was er gesagt hat. Dort gibt es dann auch endlich Bändchen. Das erste Mal, ja. Wir waren schon ganz traurig und haben gedacht, Mensch, jetzt können wir nicht mitmachen und müssen draußen bleiben. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben 3 Stunden gebraucht, um unser Bändchen zu bekommen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben nicht aufgegeben und wir sind total glücklich und freuen uns riesig. Völlig egal, das Wetter. Wir feiern und wir lieben es. Happiness Level hoch. Für die, die es allem Matsch zum Trotz nach Wacken geschafft haben. Und jetzt schalten wir nochmal hin nach Wacken, um zu gucken, wie es da jetzt aussieht, nachdem ja vor einer Stunde der Holy Ground tatsächlich geöffnet wurde. Lisa Knittel ist für uns da. Lisa, ist denn jetzt überhaupt klar, wer wann spielt und was macht unser Sorgenkind, der heilige Boden? Ja, so ein bisschen hat man den Überblick verloren durch das ganze Warten. Ich musste auch nachfragen. Eben haben Skindred auf der Bühne hier vor dem Holy Ground gespielt als erste Band. Gleich wird die Deutschrockband Broilers erwartet. Und wir wollen natürlich diesen etwas ruhigeren Moment kurz nutzen, uns den Holy Ground, den heiligen Boden mal anzugucken. Also guck mal, eine Stunde Vollgas von, ja, 50.000 Fans und damit ja 35.000 weniger. Und man sieht schon kaum noch Grün, ne? Man sieht diese Ackerfläche kaum noch. Das ist jetzt schon eine Schlammwüste. Erinnert ein bisschen an 2015. Da hatten wir ähnliche Bilder. Da haben die Fans ganze Schneisen hier vor dem Holy Ground reingetanzt während der Feierei. Aber noch ist er da, der Holy Ground. Gucken wir mal, wie das Schlammometer dann steigen tut. Bis morgen. Ja, die Metal-Fans, die scheinen ja wirklich hart im Nehmen zu sein. Auch diesen ganzen Frust um die Abreise, die haben sie ja doch insgesamt ziemlich friedlich hingenommen. Woran liegt das? Hast du eine Idee? Ich glaube, damit muss man sich einmal vor Augen rufen, dass Wacken ja einfach Kultstatus hat bei denen, die hier Tickets kaufen seit Jahrzehnten. Dieses Wacken war innerhalb von 5 Stunden ausverkauft und auch am ersten Tag, als alle irre lange im Stau standen, die Wacken-Fans waren einfach sehr genügsam, friedlich, ruhig. Aber natürlich wurden auch bei Social Media Stimmen laut, die gesagt haben, Mensch, Wacken ist doch eigentlich für uns alle da, jetzt lasst ihr nur ein paar wenige rein. Warum? Warum habt ihr nicht alles abgesagt? Das wäre fairer gewesen. Aber Thomas Jensen hat uns gegenüber geantwortet, naja, wir hatten ja am Montag schon 33.000 Wacken-Fans da. Für die haben wir versucht, alles zu geben und von Stunde zu Stunde entschieden. Und jetzt geht die Sicherheit einfach vor, die Wege müssen frei bleiben. Und das geht in diesem Jahr nun mal nur für 50.000 und nicht für 85.000 Fans. Lisa, nun ist das Schlammometer, wie du sagst, wie wir auch sehen, jetzt schon am Anschlag. Gehen denn die Veranstalter davon aus, dass sie bis einschließlich Samstag durchziehen können? Ihr hört es vielleicht gerade im Hintergrund, die Broilers spielen die ersten Schläge und man geht tatsächlich davon aus, dass das Programm voll durchgezogen werden kann. Und morgen erwarten wir hier Uriah Heep, Freitag Iron Maiden. Es bleibt spannend, ob das alles so stattfinden kann, aber der Wettergott ist uns wohlgesonnen. Im Moment gibt es sogar ein bisschen Sonne auf Wacken. Alles Bands, die Gabi auch im CD-Regal hat. Vielen Dank, Lisa Knittel, live vom Festival, das jetzt offiziell begonnen hat.
Ja, alle News und Infos zum Wacken Open Air gibt es übrigens zum Nachlesen in unserem Live-Blog. Und den finden Sie auf unserer Internetseite ndr.de/sh und in der NDR Schleswig-Holstein-App. Unter anderem natürlich mit Tipps für alle, die für Tickets bezahlt haben, aber nicht rein durften.